Audio to Go präsentiert. Be Angry. Die Kraft der Wut kreativ nutzen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama im Gespräch mit Noriyuki Ueda. Aus dem amerikanischen von Jochen Winter. Es liest Johannes Steck. Vorwort des Herausgebers. Es scheint widersprüchlich, das Adjektiv wütend und den Namen Dalai Lama im gleichen Buch zu nennen, geschweige denn im gleichen Satz. Schließlich handeln die Lehren des Dalai Lama Zeit seines Lebens davon, Liebe und Mitgefühl zu kultivieren. Doch wie viel er auch zu sagen hat über die Vermeidung der Wut, räumt er zugleich ein, dass diese ein unabdingbarer Bestandteil des menschlichen Daseins ist. Demgemäß hat er festgestellt, wenn im Allgemeinen ein Mensch nie seine Wut zum Ausdruck bringt, stimmt meines Erachtens etwas nicht. Er ist nicht richtig im Kopf. Wut, die nicht erkannt und unterdrückt wird, zerstört uns von innen her. Aber es gibt so etwas wie zorniges Mitgefühl, eine Wut, die nicht der eigenen Selbstgerechtigkeit dient, sondern vielmehr danach strebt, andere vor Schaden zu bewahren. In der heutigen Welt sind wir mit vielen Dingen konfrontiert, die uns wütend machen. Ungerechtigkeit, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, Rassismus, Ignoranz. Dieses kleine Buch ist dazu da, Ihnen zu sagen, seid wütend. Sobald wir imstande sind, die Wut zu erkennen, wie wir sie zurückhalten, wie wir sie bekunden, wie wir ihr entsprechend agieren, können wir sie in mitfühlendes Tun umwandeln. Erst dann besitzen wir die Fähigkeit, die Welt mit Liebe, Frieden und Heilung zu bereichern. Das vorliegende Buch beruht auf einem Gespräch mit dem Dalai Lama, das Noriyuki Ueda führte, ein weithin bekannter japanischer Autor, Dozent und Kulturanthropologe. Als Gastwissenschaftler am Center for Buddhist Studies der Stanford University hielt er eine zwanzigteilige Reihe von Vorlesungen über den gegenwärtigen Buddhismus, in deren Verlauf seine Studenten ihm die Frage stellten, kann der Buddhismus auf aktuelle Probleme reagieren? Sein Gespräch mit dem Dalai Lama bietet erhellende Einblicke in die Antwort. In der realen Welt ist Ausbeutung eine Tatsache, und es klafft eine große, ungerechte Lücke zwischen arm und reich. Aus buddhistischer Perspektive lautet die Frage, wie sollten wir mit Ungleichheit und sozialer Ungerechtigkeit umgehen? Ist es inmitten solcher Verhältnisse unbuddhistisch, Wut und Entrüstung zu empfinden? Das ist eine interessante Frage. Betrachten wir sie zunächst von einem weltlichen Standpunkt, das heißt im Hinblick auf Erziehung. Welche Lehren verbreiten wir über die Wut? Immer wieder vertrete ich die Ansicht, dass wir ernsthafter darüber diskutieren und forschen sollten, ob unser sogenanntes modernes Bildungssystem hinreichend geeignet ist, eine gesündere Gesellschaft zu entwickeln oder nicht. Einige mir bekannte amerikanische Wissenschaftler sind zutiefst besorgt um soziale Probleme. Im Lauf der Jahre hatten wir zahlreiche Diskussionen über den Wert des Mitgefühls, währenddessen mehrere dieser Wissenschaftler mit Studenten ein Experiment durchführten. Über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen sollten die Studenten bewusst meditieren und dabei ihre Achtsamkeit schulen. Anschließend untersuchten die Wissenschaftler, welche Veränderungen in ihren Probanden stattgefunden hatten. Sie berichteten, nach dieser Meditationspraxis seien die Studenten ruhiger und weniger stressbelastet gewesen, hätten mehr über Scharfsinn und ein besseres Erinnerungsvermögen verfügt. Die University of British Columbia in Kanada hat ein neues Institut gegründet, an dem darüber geforscht wird, wie man innerhalb des modernen Bildungssystems bei Schülern und Studenten die Warmherzigkeit ausbilden kann. Mindestens vier oder fünf Universitäten in den Vereinigten Staaten bestätigen, dass die moderne Erziehung in dieser Hinsicht Mängel aufweist. Endlich werden Untersuchungen angestellt, um das Problem in Angriff zu nehmen.